kein Ende im Handelsstreit in Sicht. Was das für Folgen hat, darüber spreche ich gleich mit Mick Knauf auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, man kommt sich ja vor, wie täglich grüßt das Murmeltier. Jede Woche reden wir über den Handelskrieg zwischen China und den USA. Und auch letzte Woche waren ja nochmal Hoffnungen da, dass es zu einem Deal kommt. Doch die Verhandlungen am Donnerstag, Freitag, die kamen zu keinem Ergebnis. Woraufhin ja Donald Trump jetzt auch angekündigt hat, Zölle auf die gesamten chinesischen Importe aufzulegen und die Chinesen heute wiederum angekündigt haben, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Auch sie werden jetzt die Zollkeule rausholen. Ja, was wird das für Konsequenzen haben? Wo geht da die Reise hin und was? Wie wirkt sich das natürlich auf alles andere an den Märkten aus? Darüber werde ich jetzt natürlich mit Mick Knauf an den am Frankfurter Börsenparkett schalten, natürlich auch einen Blick auf die laufende Börsenwoche werfen. Hallo Mick in Frankfurt. Ja, wie gesagt, die letzte Woche natürlich im Zeichen des Handelskriegs. Die politischen Börsen, bleiben die Schwankungen auch uns in dieser Woche erhalten? War eine schwierige Woche, Jürgen, aber das haben wir ja letzte Woche Montag schon unseren Zuschauern der Aktienlust auch erklärt, dass es ruckelig werden könnte, wenn halt eben Donald Trump nicht endlich seinen Deal bekommt. Ja, und da scheinen ihm ja die Verhandlungen momentan viel, viel zu lange zu dauern. Also da drückt er jetzt aufs Tempo, Jürgen. Ja, die Zölle sollen ja angehoben werden von 10% auf 25% und das in einem Volumen von 200 Milliarden US-Dollar. Also wohl verständlich, dass wir letzte Woche den DAX auf Wochensicht -2,8% gesehen haben. Können froh sein, dass wir letzte Woche Freitag noch über der Marke von 12.000 Punkten geschlossen haben, bei 12.059. Denn man muss sagen, innerhalb der Woche lag der Leitindex auch mal ganz schnell unter der Marke von 12.000 Punkten. Und den Amerikanern ist es nicht wesentlich besser gegangen. Dow Jones und S&P 500 jeweils auch über 2% nach unten abgerauscht. Ja, ganz klar natürlich, das Thema Handelsstreit überschattet natürlich momentan die Zahlen, die Quartalsberichte, die wir an den Börsen haben. Da ist natürlich das Politische aktuell wichtiger und verständlich, dass man natürlich von Pekings Seite aus, Chinas Seite aus sagt, okay, da werden wir dann dementsprechend auch mal Gegenmaßnahmen ergreifen. Aber wie gesagt, das könnte sich noch ein bisschen länger hinziehen. Da haben wir aktuell zwei Szenarien, Jürgen. Ja, eins, meine, der Plan geht dann irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen auf. Das heißt, der US-Präsident bekommt seinen Deal. Das könnte natürlich die Börsen nochmal ordentlich nach oben treiben, alleine schon ob der Erleichterung, dass der Handelsstreit damit zu Ende ist. Auf der anderen Seite, sollte das nicht der Fall sein, können wir die nächsten Tage und Wochen auch durchaus mit einer Hängepartie und eher fallenden Kursen an den Börsen rechnen. Ja, muss man also ganz klar mit ins Visier nehmen, aber wir haben ja unsere Anleger, unsere Zuschauer immer wieder auch vorgewarnt, um vor allen Dingen hier eines zu tun, nämlich halt eben Stop-Kurse zu setzen, sodass man die schöne Performance, die man erarbeitet hat, dementsprechend jetzt nicht ob der amerikanischen Politik wieder aufgeben muss. Ja, Unsicherheit in Sachen Handelsstreit, Unsicherheit vor der Europawahl und natürlich müssen wir, bevor wir auf die Termine der Woche zu sprechen kommen, nochmal über den Börsengang von Uber am Freitag reden. Lag große Erwartungshaltung darauf, im wahrsten Sinne des Wortes, letzte Woche Freitag Uber an die Börse gekommen, der Fahrdienstleister. Ja, und da hat man ja im Vorhinein immer wieder auch spekuliert, ob das Unternehmen denn tatsächlich einen guten ersten Kurs bekommt. Und der war nicht gut, muss man sagen, Jürgen. Der erste Kurs lag bei 42 US-Dollar. Da war man also von Aktionärsseite aus sehr, sehr enttäuscht. Der Ausgabepreis der Aktien lag bei 45 US-Dollar. Gut, meine Uber hat jetzt einen Erlös von 8,1 Milliarden Dollar erhalten, aktuell eine Bewertung von 82 Milliarden US-Dollar, aber da dünkt es so manch einem auch, ja, woher denn diese hohe Bewertung kommt, denn wenn man beide Unternehmen, denn Lyft, die kleinere Konkurrenz, hat ja letzte Woche schon Zahlen präsentiert, mal so ein bisschen miteinander vergleicht, dann stellt man fest, dass beide Unternehmen tiefrot sind, mehr Verlust letztlich haben als Umsatz. Zudem auch noch letzte Woche Freitag der Börse
Börsengang der IPO von Uber dann massiven Streiks ausgesetzt war, Streiks der eigenen Uber-Fahrer, die ob der persönlichen Behandlung und vor allen Dingen ob der Zahlungsweise von Uber wohl überhaupt nicht happy waren. Und so manch einem hat schon gedüngt, dass wir gesagt haben, ja, wenn die jetzt in der letzten Woche kommen, wo wir gerade halt eben den Handelsstreit China und die USA haben, dann ist das denkbar ein eher schlechter Zeitpunkt. Ja, jetzt muss man mal sehen, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, wir haben ja unseren Anlegern auch immer wieder gesagt, dass man da zuerst mal abwarten kann, nicht direkt dabei sein muss, sondern vielleicht zuerst einmal auch die ersten Bilanzen sich dementsprechend anschaut. Ja, der Zeitpunkt war vielleicht nicht der beste, aber vielleicht auch gerade noch rechtzeitig. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Wie geht es jetzt in dieser Woche weiter? Ja, jede Menge los, muss man sagen. Heute zum Beispiel Zahlen von E.ON, Jürgen. Ja, da hat man ja durch die Übernahme von Energy enorme Erwartungshaltungen. Wenn wir mal schauen, ob die dementsprechend auch aufgehen. Ja, morgen geht es dann munter weiter mit der Allianz. Die Allianz ja letzte Woche mit der Hauptversammlung dabei. Am nächsten Tag gab es ja ordentlich Dividendenregen. Die Allianz ja einer der besten Dividendenzahler aus dem Leitindex, dem DAX. Ja, und dann geht es weiter morgen mit Zahlen von Merck und von ThyssenKrupp. Ja, ThyssenKrupp ja letzte Woche auch massiv durch die Medien gegangen. Ja, da ist ja die Fusion mit Tata Steel geplatzt. Ja, ThyssenKrupp hätte noch einiges an Sparten aufgeben müssen, aber da hat man sich dann managementseitig entschieden, das dann doch nicht mehr zu tun und die Fusion mehr oder minder abzublasen. Also die Kartellwächter haben dann doch noch wesentlich mehr gefordert, als ThyssenKrupp bereit war, dementsprechend zu geben. Ja, aber der Konzern ThyssenKrupp muss sich natürlich ein bisschen neu erfinden. Das heißt, da muss man tatsächlich jetzt mal neuen Wind hineinbringen. Deswegen halt eben auch Umbaumaßnahmen innerhalb des Konzerns. Ja, 6.000 Arbeitsplätze sollen ja da dementsprechend wegfallen. Alleine 4.000 davon in Deutschland. Und, naja, und das war zumindest positiv für die Aktionäre. Man will bei ThyssenKrupp die Aufzugssparte an die Börse bringen. Das wurde allerdings durchaus bejubelt. Deswegen auch letzte Woche der exorbitante Kurssprung von ThyssenKrupp. Die Aktie hat teilweise über 20% im Plus, hat allerdings auch, das muss man fairerweise sagen, ordentlich federn lassen, hat sich also seit dem letzten Jahr anderthalb fast halbiert. Also dass da natürlich mal so ein bisschen Erleichterung dabei war, vor allen Dingen von denjenigen, die immer schon gegen die Fusion von Tata waren, verständlich. Und für alle die, die gesagt haben, gliedert doch mal die Aufzüge aus, bringt sie an die Börse. Der Plan scheint jetzt auch im Management angekommen zu sein. Also Zahlen von ThyssenKrupp morgen am Dienstag. Ja, dann am Mittwoch geht es weiter mit RWE, mit Salzgitter. Und dann abends, bin ich sehr gespannt drauf, Zahlen von Alibaba, dem großen Wettbewerber, dem großen Konkurrenten von Amazon. Und Alibaba drängt ja mittlerweile auch immer mehr auf den europäischen Markt. Ja, und dann noch Zahlen, muss man sportlich sehen, vom BVB, von Borussia Dortmund. Und das halt eben noch kurz vor der deutschen Meisterschaft. Ja, die ist ja aktuell auch spannender denn je. Ja, am Donnerstag dann Zahlen von Zooplus und von Thomas Cook. Am Freitag abschließend dann nochmal Quartalsbericht von EasyJet. Ja, aber EasyJet hat ja auch seine Aktionäre und seine Kunden schon vorgewarnt, dass es in diesem Jahr tatsächlich Schwierigkeiten geben könnte bei der Beförderung. Muss man mal abwarten, ob wir dazu am Freitag tatsächlich noch ein wenig hören werden. Und das war's schon wieder für die Woche. Also jede Menge Zahlen, aber natürlich auch jede Menge Politik, Jürgen. Und eines dürfen wir nicht vergessen, China, USA ist eine Geschichte. Wir haben ja hier in Europa dann noch am 24. Mai Europawahl. Und da werden die Börsianer auch ganz genau hinschauen, in welcher Tendenz denn da eher für oder eher gegen Europa gestimmt wird. Herzlichen Dank an dich, lieber Mick, wieder für deine Informationen. Und du bleibst ja in Frankfurt für uns weiter am Ball. Ja, wollen wir natürlich die Märkte da oder das Marktgeschehen jetzt nochmal aufrollen. Wie gesagt, ich habe jetzt die klassischen Indizes, die ich sonst hier immer dabei habe, mal weggelassen. Da verweise ich noch auf mein letztes Video vom Freitag. Da gehe ich da ja ausführlich darauf ein. Ja, auf eigentlich diese technische Verfassung, auch diese psychologische Verfassung. Und das halte ich für elementar wichtig, um jetzt solche Phasen zu nutzen. Natürlich heute wieder große Unsicherheiten, ja. Spitzt sich das Ganze zu, Trump droht den Chinesen, die Chinesen wollen nicht klein beigeben, reagieren ihrerseits darauf. Wie weit sich das hochschaukelt, das müssen wir einfach abwarten.
Und natürlich auch dieser Fear and Greed Index, den ich Ihnen gerade wieder mal einblende, den ich jetzt künftig hier öfters mal einblenden werde, weil der zeigt da die Angst und die Gier der Anleger. Ja, der hat schon zum Freitag hin deutlich nachgelassen. Er war ja schon zwischenzeitlich wieder bei über 70%, also im bullischen Bereich, noch nicht im euphorischen Bereich, aber jetzt hat er deutlich wieder gedreht und ist ins Rote gerutscht. Ich denke, dass er heute weiter absacken wird und damit kommen wir schon in eine Phase wieder, wo der Markt überverkauft ist. Ja, jetzt, ich gehe davon aus, dass wir in dieser Woche natürlich nochmal eine Belastungsprobe haben, dass wir wirklich auch nochmal vielleicht eine verbale Eskalation haben, aber auch die Vergangenheit hat natürlich auch gezeigt, dass die Märkte sich mit solchen Dingen auch irgendwann wieder arrangieren. Man sieht es in Sachen Brexit, was kaum noch einen Investor irgendwie interessiert. Natürlich der Handelsstreit, der hat eine andere Dimension. Aber ich denke auch, dass die Amerikaner selbst und die Chinesen gar nicht mal so darunter leiden werden, weil sie werden wieder gegensteuern mit anderen Maßnahmen und sie werden sich natürlich auch irgendwo wieder die Tür öffnen für neue Gespräche, wo dann wieder Hoffnung entstehen wird. Ich glaube, die Europäer sind da mehr belastet darunter, weil sie sind einfach von politischer Seite aus nicht diejenigen, die da mal steuerlich irgendwie die Unternehmen dann entlasten oder irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Da ist der Spielraum einfach gar nicht gegeben. Und wie gesagt, wir müssen trotzdem immer wieder daran erinnern, dass man diese Psychologie berücksichtigt. Wir waren jetzt wieder in einer Phase, wo die Zuversicht ein bisschen gestiegen ist, wo es wieder leichter fiel, etwas zu kaufen. Jetzt sind wir im Rückwärtsgang und jetzt sind wieder die Ängste da. Sie sehen es an diesem Fear and Greed Index eben. Und jetzt denkt man wieder, um Himmels Willen, soll ich jetzt raus, soll ich was machen? Gut, wir haben ja mal über Absicherungen gesprochen als Alternative, was man machen kann. Da fühlt man sich natürlich in so Tagen wie heute relativ wohl. Ich habe eine Short-Position im Depot, ein bisschen als Gegengewicht. Aber natürlich, die anderen, die langfristig investieren, die interessiert das nicht. Ja, ob jetzt eine Allianz heute mal 4-5% abgibt oder nicht, das ist nebensächlich. Ja, also sie interessiert der langfristige Trend und die Möglichkeit, eigentlich jetzt wieder auf die Käuferseite zu schauen. Wo ist jetzt das Niveau, wo ich da reingehe, beispielsweise im DAX 11.8, da haben wir ja eine Unterstützung, ja, in den amerikanischen Indizes, das haben wir ja auch besprochen, da ist auch noch Luft nach unten, ja. Schließlich haben wir einen glänzenden Jahresstart gehabt, das darf man nicht vergessen und da liegt das natürlich nahe, dass man auch mal Gewinne mitnimmt. Zwei Aktien, ja, hat ja Mick in seinem Beitrag genannt, die ich jetzt nochmal gerade hervorheben will. Einmal die Allianz. Warum? Weil es hier ja auch den Dividendenabschlag gab. Ja, 9 Euro je Aktie hat die Allianz da ausgeschüttet. Das sehen Sie rechts natürlich im Chart. Und das ist so die Reaktion. Also das verstehen ja Börsenneulinge oft nicht. Ja, warum ist die Aktie da auf einmal so gefallen? Ja, das ist der Dividendenabschlag. Natürlich wird die Aktie dann ex-Dividende gehandelt, weil wenn das nicht der Fall wäre, würde man die Aktie einen Tag vor der HV kaufen und einen Tag danach wieder verkaufen, die 4,5-5% einstreichen und gut ist. So funktioniert es ja natürlich nicht. Also die Dividende wird dann im Kurs herausgerechnet. Aber natürlich, bezogen auf das nächste Jahr entsteht dann wieder eine günstigere Einstiegsbasis, wo man jetzt einsteigen kann. Und ich denke, im Extremfall, im Verlauf der nächsten Woche, sollte sich das da nochmal zuspitzen in Sachen USA, China, könnte man auch nochmal auf die 180 Euro zurückfallen. Das wäre dann hier der ideale Kaufzeitpunkt. Ja, bei der Alibaba Group, da warten wir jetzt die Woche auf Zahlen. Es gab schon eine ordentliche Korrektur in den letzten Tagen, also Korrektur ist übertrieben, Konsolidierung. Wir sind jetzt wieder im Bereich der 200-Tage-Linie, aber auch hier ein bisschen Luft ist da noch, 170 Dollar, 165 könnten wir hier eben noch sehen. Jetzt wollen wir mal einen Blick auf das Gold werfen, ja. Denn eigentlich, wenn ja solche Krisen sind, wir haben ja auch im persischen Golf wieder das Geschachere mit dem Iran-Atomabkommen etc., normalerweise sollte der Goldpreis davon profitieren, tut er aber nicht. Ja, der Bitcoin profitiert. Über 7.000 Dollar sind wir aktuell, Gold hingegen eben nicht. Sie sehen es hier auch am Chart. Natürlich, man hat sich jetzt wieder gefangen, ein bisschen, es ging auch mal 3-4 Dollar nach oben, aber auch hier bleibt es dabei. Wir stecken in diesem Seitwärtstrendkanal seit 2014 eigentlich drin. Völlig orientierungslos, es geht mal hoch Richtung 1340, 50, 60, spätestens da geht die Luft wieder aus und wir fallen zurück. Von daher auch hier, wie gesagt, keine Religion machen, rein technisch sehen. Gold ist erst dann wieder interessant, wenn es eben über diese Schwelle von 1360, 70 hinausgeht, da halten wir sie auf dem Laufenden. Bis es soweit ist,
brauchen sie da gar nichts tun. Wir gehen mal nach Österreich, weil eigentlich viele sprechen ja auch von Kanzler Kurz und seine deutlich modernere Art der Wirtschaftspolitik. Aber im Index selber zeigt sich das eigentlich auch noch nichts. Der ATX hängt genauso wie der DAX in den Seilen. Man hat es auch hier nicht geschafft, wirklich technisch richtig nach oben auszubrechen. Ist zuletzt wieder zum Wochenschluss zurückgefallen. Hier denke ich, der Bereich 2700, 2800 Punkte, der könnte durchaus auch nochmal ins Spiel kommen, wenn sich die Lage irgendwo oder die Spannungen verschärfen sollten. Der CAC 40 in Frankreich, der sieht eigentlich besser aus. Also man hat hier in diesem Jahr schon wieder die Höchststände aus dem Vorjahr eigentlich erreicht. Ja, scheinbar macht Macron einiges besser als Merkel oder die französischen Unternehmen. Denen geht es besser als den Deutschen. Ja, hier ist natürlich die Politik, die da auch ein bisschen hilfreich zur Seite steht und nicht gegen die Industrie arbeitet, wie das teilweise bei uns der Fall ist. Ja, also wie gesagt, hier ist eigentlich aus technischer Sicht alles in Ordnung, auch hier die Konsolidierung der letzten Tage hat noch etwas Luft nach unten. Ja, wenn wir jetzt nach Großbritannien schauen, denkt man ja, Brexit, Mensch, da müsste es ja der Börse richtig schlecht gehen. Aber dem ist auch nicht so. Also man hat hier eigentlich ein relativ gutes Niveau, behauptet da oberhalb von 7000 Punkten. Da ist eigentlich die Welt noch in Ordnung. Klar, darunter sollte man nicht fallen. Aber es gibt scheinbar Investoren, die setzen heute schon wieder auf eine bessere Zukunft von Großbritannien. Und wie gesagt, so richtig viel schlechter kann es da ja nicht sein, wenn man das politische Kasperle-Theater da im Parlament verfolgt. Ein Blick noch nach Asien. Der FTSE China, der die 50 A-Aktien, die 50 größten A-Aktien beinhaltet. Auch hier, man hat eine Spitze gehabt Anfang des Jahres im Frühjahr. Jetzt setzt man wieder zurück Richtung 200-Tage-Linie, das ist dann ein Niveau von 12.500 Punkten etwa. Da sollte man 12.000 bis 12.500, in dem Bereich liegt eigentlich eine technische Unterstützung, die eigentlich in den nächsten Tagen sicherlich ins Spiel kommen könnte. Da gilt es eben drauf zu achten. Ja, es bleibt spannend. Und wie gesagt, natürlich, eigentlich wollen sich weder die USA noch China auf einen Wirtschaftskrieg in der Form einlassen. Die Chinesen sitzen sicherlich nicht am längeren Hebel, eher die Amerikaner mit Donald Trump. Sie haben die stärkere Wirtschaft, die größeren Unternehmen. Sie sind der Nabel der Welt am Kapitalmarkt und das lassen sie jetzt die Chinesen auch etwas spüren. Und natürlich ist China viel mehr auf ausländisches Kapital angewiesen als eben die Amerikaner, die sich doch sehr, sehr stark auf ihren Binnenkonsum verlassen können, auf die Qualität ihrer Unternehmen und natürlich auf diese Kaufkraft der Unternehmen, die natürlich hohe Dollarbestände auf dem Konto haben, um auch akquisitorisch eben tätig zu sein. Ja, so weit sind die Chinesen noch nicht. Von daher ist der Druck von Donald Trump, und das sagen viele Experten, auch diejenigen, die Donald Trump nicht leiden können. Also selbst Markus Koch, der ja immer über Donald Trump schimpft, hat jetzt neulich in einem Interview ganz klar gesagt, also er mag Donald Trump gar nicht, aber seine Position in Richtung China kann er absolut nachvollziehen, weil eben China muss sich öffnen. Ja? Es kann nicht sein, dass man Patentschutz einfach verlässt, dass man kopiert ohne Rücksicht auf geistiges Eigentum. Das geht nicht. Ja? Genauso muss sich das Land öffnen für eben ausländische Investoren, dass man auch als Unternehmen in China zukaufen kann, wie es umgekehrt ja auch möglich ist. Also hier gibt es viel zu tun. Und von daher wird wahrscheinlich Trump auch seinen Druck da aufrechterhalten. Und die Chinesen, man wird ihnen irgendwie eine Tür öffnen müssen, dass sie da ohne Gesichtsverlust da rauskommen und dass es dann doch einen Deal gibt. Und Trump sagt ja, wir haben Zeit, es muss jetzt nicht nächste Woche sein. Plötzlich hat man auch wieder 2-3 Monate Zeit, um zu einem Deal zu kommen. Und man sei ja konstruktiv im Gespräch. Und auch die Chinesen haben angekündigt, wir werden weiter verhandeln. Also da ist noch viel Luft nach oben. Ja, also wie gesagt, es ist wieder eine spannende Börsenwoche. Es gibt Unsicherheiten, aber die Unsicherheiten heißt auch an manchen Stellen, gibt es auch wieder mal das ein oder andere Schnäppchen einzusammeln. Und da werden wir sicherlich im Verlauf der Woche wieder berichten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie wieder die Börsenwoche eingeschaltet haben und bleibe natürlich für Sie am Ball, Ihr Jürgen Schmidt.